Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Unser Defizit ist hoch. 34 Milliarden. Unsere Schulden sind mittlerweile auf 1,92 Billionen angestiegen. Aber unsere Popularität ist krass nach oben. Das finde ich spannend. Und jetzt will ich kurz einmal die Probleme wieder durchklicken. Also, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Ganz leicht geht es nach unten. Okay. Dann Fettleibigkeit. Auch auf dem Abwärtstrend. Das muss weitergehen. Aber da sind einige Sachen, die erst noch Effekt haben müssen. Das heißt, das geht weiter. Die Überbelegung von Krankenhäusern fängt wieder an abzuflachen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Es fällt immer noch leicht ab. Die Asthma-Epidemie ist auf dem Abwärtstrend. Das ist schön. Alkoholismus. Den haben wir, glaube ich, nächste Runde fast überstanden. Und guck mal. 2,4 Milliarden. Was wir mit dem Geld alles machen können. Ja. Erstmal unseren Haushalt sanieren. Kriminalität. Nein. Ja, okay. Kriminalität, organisiertes Verbrechen ist auch auf dem Abwärtstrend, nur noch sehr schwach, aber da wird das Zeugenschutzprogramm immer weiter einen Effekt drauf haben. Das ist sehr gut. Die Straßenbanden sind auch am Sinken und die Ghettoisierung, ja, stagniert. Ich wäre jetzt dafür, in die kleinen Unternehmen zu investieren, beziehungsweise dort ranzugehen. Das hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal. Und nicht mehr genug Geld für zwei gleiche Dinge. Ja. In der Hoffnung, dass das dazu führt, dass einerseits die Arbeitslosenzahl zurückgeht und auf der anderen Seite die Löhne steigen. Das hier, ne? Die Kleinunternehmerförderung. Ja. Mache ich doch glatt. So, die Selbstständigen finden das großartig, das Bruttoinlandsprodukt steigt, Kapitalisten finden es toll. Mitglieder beim Sozialismus werden dadurch weniger, Mitglieder bei den Selbstständigen werden mehr und das Einkommen der Selbstständigen steigt, das ist schön. Und Kapitalisten Einkommen steigt und die Membership, also Anzahl der Mitglieder in den Arbeits in den verschiedenen Arbeitsgewerkschaften geht runter. Wir könnten gut. Den Bereich, ja, wir, also teuer. Das finde ich, finde es auch schön, weil wir tatsächlich diese Wirtschaftslücke, die wir hatten, so ein Stück geschlossen haben. Wenn jetzt irgendwie du oder wer auch immer, sagt, naja, aber wir haben jetzt hier, wir verlieren Leute im Bereich der Gewerkschaften. Ich habe gerade gesehen, in der Auswahl gibt es auch die Möglichkeit, Betriebsräte zu unterstützen. Also für den Teil des Falles, dass wir das tun wollen. Und Existenzgründerförderung habe ich auch gerade gesehen, so Young Entrepreneur Geschichten. Ja. Ja, einfach mal Business Grind, super. Wie stellen wir es ein? Lassen wir es so in der Mitte? 2 Milliarden? Ja. Okay. Im Chat wird gerade gefragt, oder anders gefragt, wie viele Spendenideen lehnt ein Amtor ab? Na, ich glaube, bei ihm war es ja nicht mal eine Spende, bei ihm war es ja eine Investition. Das sind noch zwei unterschiedliche Dinge, oder? Ja, es gab dann auch noch so viele weitere Artikel, wo es eigentlich gar nicht mehr um ihn ging, sondern um die Firma und mit wem diese Firma noch alles kommuniziert hat. Und da bin ich dann tatsächlich irgendwann auch so ausgestiegen. Ich hätte so eine schöne, also man könnte sich so eine Netzwerkkarte bauen, aber das war mir dann auch zu viel. So, wir haben Andreas jetzt auch dabei. Ja. Stimmt. Könnte das mal bitte jemand googeln? Der Scheuer-Andi, ja. Das ist der Name. So, wir haben noch zwei politisches Kapital. Ja, die Augengeschichte hat uns was gekostet. Jetzt haben wir unsere die Small Business Grants eingeführt. Nehmen wir die zwei wieder mit rüber. Ja. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, als nächstes, also bevor wir jetzt vielleicht nächste Runde machen, gucken wir uns mal kurz unser Kabinett an. Finde ich gut.
Weil hier der Wirtschaftsminister bringt uns nur noch 0,5. Also erstmal gehen wir mal durch. Außenministerin Melissa Barnes. Loyalität ist etwas abgesagt. Und kann so wie es aussieht. Ein neues Kabinett brauchen? Weiß ich jetzt nicht. Sie würde ich jetzt noch nicht zwangsläufig austauschen. Wobei, wir tun jetzt auch nichts unbedingt für die Religiösen und garantiert nichts für die Autofahrer. Das heißt, das hier deswegen wird nur schlimmer werden mit ihr. Der Welfare Minister, wie übersetzt man es am besten? Nicht Wohlfahrtsminister, aber Sozialminister, genau. Daryl Gonzalez. Selbstständige und Kapitalisten ist deren Sympathien. Das haben wir jetzt das erste Mal quasi das für gemacht. Ja, stimmt. Ja. Ja. Von dem kriegen wir noch 0,9. Das finde ich, also die 1,3 von ihr finde ich ja noch ganz okay. Von ihm kriegen wir 0,9. Bei ihm sieht es schlimm aus. Er hat ja schon gesagt, so, Freunde, ich finde es jetzt nicht so toll. Im Moment. Cody White, Industrieminister. Steuerminister, achso, Chancellor. Okay. Ich kenne mich zu wenig im englischen System aus, fürchte ich. Ich glaube, es gibt den Schatzkanzler. Ah, ja, okay. Also so firm bin ich im britischen System tatsächlich auch nicht. Aber ich glaube, dass das in dem Fall die Schatzkanzlerin ist. Okay. Okay, unsere Kanzlerin gibt uns 1,1. Loyalität, Autofahrer und Liberale. Public Service Minister. Ja, öffentlicher Dienst. Ja, oder genau. Sowas im weitesten Sinne. Ja, Horst, die sagt es auch gerade, öffentlicher Dienst. Ja. Im weitesten Sinne. Da ist auch Pendler und Gewerkschafter. Loyalität ist jetzt, also mit den 1,3 würde ich ja hinkommen, irgendwie. Law and Order, also Recht und Ordnung, religiös und konservative, ist die Zustimmung, also die Loyalität auch eher in der Mitte. Wir kommen 1,1 und Transport ist die Loyalität hoch, weil Pensionäre und Sozialisten. Ja. Okay, nein, wir könnten jetzt schauen, dass wir Minister finden, die zu unserer Politik passen. Oder wir richten unsere Politikentscheidungen nach unseren Ministern aus. Ich glaube, da haben wir eine zu sehr gemixte Kiste hier. Ich denke auch. Weil wir können uns die potenziellen Minister angucken. Und wir können sie sortieren nach Campaigning, Erfahrung und Loyalität. Was ist denn Campaigning? Achso, Campaigning ist hier dieser Balken. Wie gut dieser Minister beim Kampagnefahren während einer Wahl ist. Oh, da müssen wir auch drauf achten. Interessant. Das gab es vorher nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir hier so ein System haben, wo es um das Einwerben von Spenden geht. Ja. Dass das Campaigning hier auch direkt mit Veranstaltungen verbunden ist, wo Leute sagen, ey, komm, Schnittchen essen und dafür bezahlen sie dann, keine Ahnung, 500 Pfund und das geht dann in die Parteikasse. Ja. Also, wäre jetzt so eine Überlegung, ob das so ist, weiß ich nicht. Ja. Puh. Naja, aber immerhin gibt es hier ein paar Leute, die sind alle relativ schwach. Viele. Ich weiß nicht, also einige sind sehr unerfahren, aber tatsächlich ist es ja so, wenn ich jetzt mal hier drauf gucke, jeder unserer Minister sieht man hier, sie war in Regierungsverantwortung, das ist auch neu, sie hat an Erfahrung gewonnen durch die Zeit, die sie da war. Das heißt, das tut uns jetzt nicht wirklich weh. Also das Kabinett einmal auszutauschen kostet 10 Kapital und
Ich hätte jetzt gesagt, wäre tatsächlich jetzt, weiß ich nicht, ob es ein guter Zeitpunkt ist. Wir müssen auch unser, also, wir können wahrscheinlich gar nichts an unserem Haushalt tun, weil die Weltwirtschaft gerade absackt. Wir könnten nach innen gucken und unser Kabinett umbilden. Genau, das könnten wir machen. Wir können auch schauen, ob es noch so kleinere Entscheidungen gibt, die uns nochmal Geld kosten, wie diese Elternschulungen und so. Da können wir um so einzelne Leute ein bisschen zufriedenzustellen. Mal gucken, was es noch so gibt an Sachen, die wir uns leisten können. Aber vielleicht schaffen wir es dadurch, so ein bisschen den Rückhalt bei der einen oder anderen Gruppe, die wir momentan gar nicht so bedenken, wiederherzustellen. Ja. Oh, guck mal, wir können eine Grenzmauer bauen. Tatsächlich. Eine Grenzmauer. Die ultimative Anti-Immigrationspolitik. Okay. Bis zu 6 Milliarden kostet 40 politisches Kapital. Implementation Time 16, also 4 Jahre. Naja, also das ist erstaunlich schnell, finde ich. Ja, finde ich auch. So besonders um England, so meine Fresse. Ist ja auch genau, ist ja die Frage, grenzt sich dann England von Schottland und Wales ab oder wie funktioniert das? Oh ja, Entschuldigung, um UK. Oh ja, das ist dann in Nordirland ein ganz, meine Fresse. Also 40 politisches Kapital, würde ich sagen, ist ein bisschen niedrig gefasst. Absolut. Und wenn wir die UK spielen und dann bauen wir eine Grenze zu Irland, zur Republik Irland, dann haben wir ja gleich wieder das nächste Problem am Haken. Also vielleicht sollten wir das mit der Mauer einfach lassen. Ja. Ja, ja, ja. Wir lassen das einfach mal. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben noch 2 politisches Kapital, um eine Kampagne für Tourismus zu fahren. Oder, was ich auch gesehen habe, wir können die Cyberbullying Awareness Campaign machen. Oder hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Wir wollten noch was für die Umwelt tun. Die Keep the Country Tidy Campaign. Finde ich gut. Kostet auch nicht wirklich viel und die können wir uns noch leisten. Und alle mögen es. Alle mögen es. Und ja, wirkt sich direkt auf die Umwelt aus, zwar langsam, aber stetig. Die Umweltschützer finden es gut und die Anzahl bei den Umweltschützern wird mit der Zeit steigen. Da würde ich sogar sagen, also so erstmal, wo waren wir hier? Was haben wir? Das Umwelt geht um plus 1,78 und wenn ich da jetzt von 75 auf 100 hochgehe, dann sind es 3,5. Da würde ich sagen, wir können und leisten, da all in zu gehen, weil es wirkt sich plus 3,5 auf die Umwelt aus. Und 8 Runden ist nicht so viel Verzögerung. Ja, und die Umwelt wiederum wirkt sich ja dann auch direkt aus auf Atemwegserkrankungen und so. Ja, das stimmt. Also apply. Ja, hallo Goldigold. Und tatsächlich haben wir nicht vor, eine Mauer zu bauen. Nein, natürlich bauen wir keine Mauer. Warte mal, das hat schon mal jemand gesagt. Ja. Und genau so, und genau so hat er sich auch im Chat ausgedrückt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich zitiere hier nur. Okay. Nächste Runde und dann bilden wir mal unser Kabinett um. Jetzt wollte ich mal gerade gucken, wo sind wir? Okay. Genau. Nächste Runde. Zack. Mal gucken, was uns... Und wir haben wieder ein Dilemma. Die Dings hier. Kriminalität geht runter. Jetzt haben wir Factory Farming Law. Also, ja, wie nennt man das? Großindustrielle Landwirtschaft oder industrielle Landwirtschaft, könnte man sagen. Eine Kampagne, um die das Tierwohlstandards enger zu machen, ist dabei. Ein Gesetz wurde vorgeschlagen, das größere Minimalstandards für
Raum, Futter und den Zugang zu Außenbereichen für die Tiere zur Verfügung stellt. In den intensiven Farmkomplexen. Und da können wir jetzt auswählen, setzt härtere Standards. Es ist Zeit, dass wir was für das Tierwohl tun. Oder es unverändert lassen. Niemand zwingt die Leute, dass man processed meat, also verarbeitetes Fleisch, aus einer billigen Quelle kauft. Nee, niemand zwingt sie, außer der Geldbeutel. Und das muss ja nicht zwangsläufig etwas sein, das muss ja nur das Gefühl sein, dass man nicht mehr genug Geld hat. Das muss ja nicht faktisch so sein, dass man mehr Geld für Nahrung ausgeben könnte. Und man sieht schon, ja, welcher Meinung ich eigentlich bin. Nur so ein bisschen. Also ich habe da eine Idee, aber bin mir nicht ganz sicher. Ja. Nein, aber ich denke da in eine ähnliche Richtung. Auch da wieder, ich glaube, die Qualität des Produktes ist schlussendlich besser und damit ist die Ernährung gesünder. Ich finde der Punkt mit der Finanzierung, der ist definitiv da. Und ich glaube, hier könnten wir gegensteuern mit diesem Schulmahlzeitenprogramm und noch ein paar anderen Dingen. Aber schlussendlich läuft es ja auch wieder auf so eine Frage hinaus, wie viel Fleisch Leute essen. Ja. Und ich bin da auch immer ein bisschen zwiegespalten im Sinne von, wie sehr soll denn der Staat sich da einmischen? Ja. Kriege ich jetzt nur noch drei Schnitzel die Woche? Nur noch drei Schnitzel die Woche ist auch gut. Oder so. Auf der anderen Seite, es ist für die Umwelt besser, es ist für die Tiere besser. Schlussendlich verdienen hoffentlich die Landwirte auch mehr Geld. Und dann wäre ich dafür, höhere Mindeststandards zu setzen. Ja, bin ich auch. Und ich denke auch, dass dadurch der Lebensmittelpreis leider nach oben geht. Aber so ist es halt. Und um das mal persönlich zu machen, so das mit dem niemand darf uns unser Schnitzel verbieten, trifft mich zum Beispiel gar nicht, weil ich also so gut wie kein Schweinefleisch mehr esse. Nicht. Geht mir genau. Ja, also nicht aus, weder aus religiösen Gründen noch aus Tierwohlüberlegungen, sondern ganz einfach, ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich von meinem Vater das eine oder andere geerbt habe, unter anderem den Hang zu Gicht. Und Schweinefleisch ist, was das angeht, sehr, sehr schlecht. Das heißt, wenn ich Schinken esse oder irgendwie Schweinefleischprodukte, dann kann es halt sein, dass ich ein paar Tage später so ein Schmerzen im Zeh habe, dass ich nicht mehr gut laufen kann. Und das ist eine große Motivation, das wegzulassen. Also um das jetzt auch nochmal, ne? Also und definitiv bei mir im Kühlschrank wird man keine Milch finden oder kein Milchprodukt. Also die kaufe ich tatsächlich noch. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt ein Produkt, da steht groß an der Seite drauf, Kuhbürsten für größeres Tierwohl. Und diese Milch kostet auch deutlich über einen Euro. Und da habe ich auch ein besseres Gefühl damit, weil ich weiß, ein regionaler Aspekt ist mit drin, es wird an Tierwohl gedacht und dann gebe ich auch gerne mehr Geld aus. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, ich habe durchaus auch Geld, dass ich sagen kann, okay, wenn ich Joghurt und Milch eingekauft habe, dann kostet das mehr als mal 5 Euro in der Summe. Ja, das ist halt, da sind wir wieder bei dem sozialen Absicherungssystem, mit welchen Beträgen gerechnet wird. Wenn man also beispielsweise jetzt davon ausgehen würde, die Leute bräuchten einfach mehr Geld, um diesen Mindeststandard zu halten, dann hätten wir jetzt diese Debatte wahrscheinlich nicht so. Also wäre jetzt zumindest eine Vermutung. Wenn der Bereich, wo sie Geld tatsächlich auch ausgeben könnten, ein bisschen höher wäre und wir können jetzt nicht wahnsinnig viel machen, außer dass wir sagen, wenn wir das einführen, führen wir gleichzeitig noch Unterstützungsstrukturen ein, damit es nicht zu krass sich auswirkt. Ja. Ich sehe jetzt gerade im Chat, Goldigold, ihr interpretiert da zu viel rein. Ich spiele auch Spiele und
bin krass und ich lese da nichts. Allgemein immer die obere Entscheidung. Interessant, aber genau deswegen machen wir das. Also es ist, das Spiel soll auch dazu führen, dass wir anfangen, über diese Dinge zu diskutieren und vielleicht auch zu einer Diskussion führen, dass wir unsere Standpunkte ändern. Also es geht nicht hier, dass wir min-maxen, also immer das Maximale aus dem, aus der einen Spielsession rausholen, sondern dass wir auch ein bisschen darüber quatschen. Und deine Frage bezüglich, ich drücke jetzt erstmal hier auf Set Tougher Standards, richtig? Mhm, gerne. So, Farmers finden es nicht so gut. Kapitalisten, minus ein. Hm, okay, interessant. Ach so, ja, okay, es ist keine Gewinnmaximierung. Aber, ja, Liberale, das GDP geht hoch, plus 2%. Der GDP geht runter, geht um minus runter. Ein. Und pflanzenbasierte Diäten geht hoch um plus 2. Und Goldigold stellt auch noch eine Frage. Ja, so eine Art Rollenspiel, könnte man sagen. Ja, ich habe hier eine Politikwissenschaftlerin dabei. Ich werde diese großartige Gelegenheit nicht verpassen, um auch darüber zu diskutieren, wie es im wahren Leben ist, wie es mit der Entscheidungsfindung läuft. Und du hast eben auch noch gefragt, wie soll das mit dem Cyberbullying funktionieren? Da gibt es sehr, sehr effiziente Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, das klingt jetzt irgendwie total doof, aber es gibt in Schleswig-Holstein zum Beispiel den Bullying-Notfallkoffer. Es gibt dort Systeme in der Schule wie Schulsozialarbeit, die tatsächlich den hervorholen können. Das ist jetzt nicht so, dass man ein Pflaster klebt und alles ist wieder gut, sondern dass man tatsächlich anfängt, im Klassenverband oder auch mit einzelnen Gruppen Fortbildungen zu machen und tatsächlich Verständnis dafür zu generieren. Aber Romy, du kennst dich vielleicht sogar noch besser damit aus. Also es gibt da mehrere Methoden, wie man solche Anti-Bullying-Kampagnen tatsächlich fahren kann, die auch wirklich was bringen. Ja, das ist halt immer die Frage, über welche Zielgruppe wir reden. Also Politik versucht ja immer, Politik denkt ja versäult. Also das ist jetzt, das ist Verkehr und das ist Soziales und das ist dies und das ist jenes. Bei so Themen wie Cyberbullying stellt sich die Frage, wo gehört denn das jetzt hin? Und aus dem Grund gibt es unterschiedliche Ansätze. Also es gibt, ich habe keine Ahnung, warum mein Drucker jetzt gerade loslegt. Ist auch mal cool. Mein Drucker hat gerade angefangen irgendwas. Der wollte mitdiskutieren, auf jeden Fall. Der wollte unbedingt mitdiskutieren. Ich glaube, ich bin gerade einfach auf irgendeinen Knopf gekommen. Egal. Und es gibt in einigen Demokratieförderprojekten aus dem Bundesprogramm Demokratie leben, wenn ich mich recht im Sinne vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Da gibt es einzelne Programme, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt Schulprojekte, Anti-Mobbing-Schulprojekte, es gibt in einigen Jugendverbänden Projekte dazu. Aber es ist halt in der Regel eine Projektarbeit. Und insofern, du hast völlig recht, es ist total schwer umzusetzen. Eigentlich kann man von Seiten des Staates erstmal nicht viel mehr machen, als Sensibilität zu schärfen. Und Eltern, Lehrkräfte und wer auch immer da gerade mit Kindern arbeitet, ein Stück weit dafür zu sensibilisieren. Erwachsene wiederum sind da so ein bisschen allein auf weiter Flur. Die können sich ja quasi selber helfen. Da gibt es aber zumindest, wenn wir über Hate Speech online reden, auch noch das ein oder andere Projekt, den ein oder anderen Verein, der da sagt, ey komm, hier werden gerade Leute beleidigt im Chat oder in den Kommentaren, die gehen jetzt hier rein. Also das gibt es auch. Aber Mobbing ist schon immer scheiße gewesen und das ist im Digitalen auch nicht besser. Ja, ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt, Demokratie leben, kann ich ja mal kurz die URL posten, da gibt es auch einiges unter Förderprogramm, aber auf die Schnelle habe ich jetzt keine Kampagnen gefunden, die sich genau damit tatsächlich beschäftigen. Aber das wollte ich nur, ich wollte vor allem darauf reagieren, was du im Chat geschrieben hast, nicht, dass du meinst, ich würde hier nicht auf die Leute eingehen, die hier zugucken. Aber Horsti hat sich letztes Mal ja auch schon als Pädagoge geoutet, der ein wenig mit in der Schule zu tun hat. Der schreibt ja auch interessante Sachen. Dadurch, dass Mobbing sonst in einer geschlossenen Gruppe stattfindet, ist Cybermobbing freier, nicht so anhaltend. Okay, ich habe das auch mir auch so noch gar nicht genauer darüber Gedanken gemacht.
Okay. Dann machen wir mal weiter. Wir haben jetzt wieder 18. Unser Defizit ist gleich geblieben. Immerhin. Genau, wir wollten das Kabinett umbilden. Ich will jetzt kurz nach unseren Problemen gucken. Im Schnelldurchlauf. Mhm. Die... nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft, genau. Langsam aber sicher nach unten. Fettleibigkeit, der Trend geht weiter nach unten, sehr, sehr schön. Die überfüllten Krankenhäuser sinkt immer noch ganz, ganz leicht, aber ja, da müssen wir vielleicht nochmal anfassen. Die Atemwegserkrankung, also die Asthma-Epidemie, ist jetzt wieder fast am Stagnieren. Alkoholmissbrauch. Hat wieder abgeflacht. Das wird wahrscheinlich noch nicht vorbei sein. Also ich glaube nicht, dass es unterm Stopptrigger ist. Aber nächste Runde wahrscheinlich. Genau. Organisierte Kriminalität geht weiter runter und das Zeugenschutzprogramm wird noch weiter greifen. Die Straßenbanden sind auch auf einem leichten Abwärtstrend. Das ist sehr schön. Und Ghettoisierung ist gleichbleibend. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.